habe mich jetzt schon mal ready gemacht. Für mich geht's heute noch schnell in die Stadt. Eigentlich wollte ich das schon letzte Woche machen, aber ich habe noch ein bisschen Zeit. Ich glaube noch bis nächste Woche. Ja, ich wollte jetzt noch nach einem Abschlusskleid gucken für den Abschluss von meiner Schwester. Und dann wollte ich auch was abholen. Denn Leute, ich habe erstmal ein bisschen gezögert, ob ich das holen soll, ob ich das nicht holen soll. Aber das schon seit Monaten. Es geht um neue Kopfhörer. Ich habe impulsiv jetzt heute einfach gedacht, komm, ich bin so aufgewacht um 9. Hab meinen Laptop geschnappt, hab mir das angeguckt und war so, komm, wir holen das jetzt. Wir bestellen das jetzt. So, und dann habe ich es bestellt. Und dann habe ich mich erinnert, ich habe ja noch einen Gutschein gehabt. Also hat es noch mehr geschmeckt. Dann war die Decision schon. Gutschein, warum nicht? Und es ist gerade aktuell noch im Angebot. Noch besser. Also habe ich es bestellt. Und ich hole das jetzt gleich ab. Ich hoffe, es gefällt mir. Warum ich ein bisschen am Zögern war, weil die Kopfhörer haben ja auch noch dieses Noise Cancelling auch. Und ich habe das mal bei anderen Kopfhörern mal ausprobiert. Ich glaube, das sind bei den Max diesen richtigen Kopfhörer ausprobiert. Und als es anging, habe ich mich so wie im Flugzeug gefühlt. Die Ohren haben irgendwie in dem Moment richtig angefangen weh zu tun, weil ich mit diesem Druckgefühl irgendwie nicht gut klar kam. Und das hat mich dann irgendwie abgeschreckt, die zu holen. Aber meine Kopfhörer, die ersten, die Apple rausgebracht hatte, ich glaube von 2018 oder so, ja, die sind leider von uns gegangen. Und ich brauche neue Kopfhörer. Denn ich chill die ganze Zeit mit den Apple-Kopfhörern. Bin ich immer noch happy. Also kann man machen. Aber ich finde vom Sound her liebe ich diesen Bass zu hören, richtig die Musik zu hören. Und wenn man die mit den Kabel benutzt, finde ich, man hört nicht so die ganze Qualität des Songs. Wisst ihr, was ich meine? Ich mache so richtig laut den Song, aber es ist noch nicht laut genug. Es ist noch nicht laut genug, denn ich muss es richtig hier hören. Jedenfalls habe ich das jetzt bestellt, hole das jetzt ab. Und wenn ich schon in der Stadt bin, gucke ich jetzt nach schönen Kleidern oder vielleicht ein Oberteil mit einer Hose. Muss ich mal schauen. Ich zeige euch jetzt auch noch mein Fit von heute. Also sehr comfy. Zeige ich euch den mal. Ich tue mich mal hier hin. Also, meine Hose ist vom Bershka, das Oberteil ist vom Zara. Die Ohrringe sind auch aktuell. Könnt ihr einmal sehen? Ich liebe die Ohrringe von H&M, die halten so lange. Und meine letzten, die ich halt auch so ähnlich gekauft hatte, das war so ein ganzes Set, die haben, glaube ich, 2 Jahre oder so gehalten. Erst jetzt, als ich im Urlaub war, wegen dem Strand und dem Meersalz und so, dann sind die halt kaputt gegangen. Ne? Also jetzt nicht gebrochen oder so, sondern die wurden halt statt Gold, waren die jetzt komplett dann schwarz. So, und dann habe ich die halt wegschmeißen müssen. Das ist mein heutiger Fit, also sehr comfy. Und ich zeige euch noch meine Schuhe. Meine Schuhe sind die hier. Das sind so Calvin Klein Schuhe. Die habe ich, ich glaube, letztes Jahr in meinem Vlog vom Dezember. Da habe ich die gekauft und bin immer noch richtig happy mit denen. Habe ich, glaube ich, damals bei Onigo gekauft. Bin mir auch gar nicht sicher, ob es Onigo überhaupt noch gibt oder sich alles geschlossen haben, auch den Online-Store. Aber hier in Köln sind die Stores alle geschlossen worden. Also muss ich mal schauen, wo ich meine Schuhe bald kaufe.
ich würde jetzt sagen, wir machen uns jetzt los. Später nehme ich euch noch mit zum Geburtstag-Dinner von meiner Schwester. Leute, ich habe Sachen gefunden. Ich habe einen Blazer gefunden, zwei Oberteile, ein Kleid und einen Rock. Ich zeige euch die mal. Hier einmal. Dann das Oberteil. So. Dann noch das. Und dann haben wir noch das Kleid und halt den Rock. Ich werde die Sachen jetzt anprobieren und dann zeige ich die euch. Vielleicht finde ich auch was, was ich zum Abschluss anziehen kann von meiner Schwester. Bis gleich. Richtig schön. Aber ich glaube, ihr habt schon gesehen, was das Problem ist. Es ist sehr durchsichtig. Der Stoff ist echt durchsichtig. Man kann alles sehen. Und das ist so schade, weil ansonsten mit so hohen Schuhen wird das so schön aussehen für den Abschluss. Aber ihr seht doch, man sieht einfach alles. Man sieht alles durch. Ich weiß nicht, ob ich eventuell noch so ein Unterkleid anziehen sollte, dass es so besser wird. Aber irgendwie hier catcht mich das nicht, aber ab hier schon und der Rücken auch. Aber wenn ich gerade stehe, dann faltet das sich runter. Auch egal, ob ich ziehe und ziehe und ziehe, es sitzt irgendwie nicht richtig. Es müsste ein bisschen enger eventuell sein. Ich weiß nicht, Leute. Keine Ahnung. Was denken wir, Friends? Ich finde, das sieht cute aus. Was meint ihr? Das ist halt hier so ein längerer Rock aus so einem beige-grauton. Also der ist richtig, richtig schön. Und dann haben wir noch dieses Oberteil, was so ein verschwommen mit lila, ein bisschen auch hier rosa. Also es hat was. Aber hier haben wir wieder dieses Problem. Es ist so ein bisschen durchsichtig. Seht ihr das? Also hier ist es leicht durchsichtig am Hintern. Aber ansonsten sieht es richtig schön aus. Beides ist aktuell im Sale. Da werde ich euch auch noch die Artikelnummer hinzufügen. Aber es sieht so schön aus. Ich glaube, also das kommt safe mit. Egal, ob ich jetzt bei Zara jetzt gleich noch was finde. Aber ich finde, die Kombi sieht sehr schön, aber das auch allein. Und das auch mit so einem Oversize-Shirt würde richtig schön aussehen. Aber ich dachte mir auch, die Kombination mit dem Blazer. Schaut mal. Mir ist bewusst, dass es zwei Grautöne sind, Leute. Aber die Kombi sieht sehr schön aus. Mit diesem Blazer. Und ich finde, also beides kommt auf jeden Fall mit. Aber, also den kann ich auch schon so mit einer Baggy-Hose oder so, mit irgendeiner Jeans anziehen. Den Rock, den kann ich auch mit so einer Oversize-Shirt anziehen. Also ich finde, beides kann man mehrmals kombinieren. Nicht nur als Outfit komplett, sondern auch, ja, kann man auf jeden Fall viel mehr draus machen. Und ich fand den Blazer auch richtig cute mit diesem einen gelben Kleid. Aber dieses gelbe Kleid ist halt so durchsichtig und ich weiß jetzt nicht, ob ich das wirklich jetzt anziehen würde oder ob ich das nur anziehen würde mit dem Blazer. Aber es sieht halt auch schön aus, die Farbe sieht so toll aus. So, das Einzige, was wir noch zum Anprobieren haben, ist dieses Oberteil. Und das hier. Das habe ich mir auch, das habe ich auch gedacht, eventuell als Kombi. Also das Oberteil mit dem Rock und dem Blazer. Oder nur dieses Oberteil mit dem Rock ohne Blazer. Ich probiere das jetzt erstmal an, dann gucken wir uns das an. Also, das wäre jetzt die andere Option vom Oberteil.
Entweder es ist durchsichtig, also Leute, irgendwie haben wir den Tag, wo irgendwie alles sehr durchsichtig ist. Das Oberteil ist sehr schön. Ich müsste einfach nur schauen, was ich halt zum Abdecken anziehen könnte. Es hat hier so einen Cut in der Mitte. Und die Kombi wäre auch sehr schön. Oder halt die Kombi mit dem Blazer drauf. Sollen wir uns mal gucken? Let's go. Was meint ihr? Man sieht, ich glaube, den, also zu 100% kommt der Blazer ja mit. Der ist auch im Sale, da kann ich ihn euch auch gleich verlinken. Der liegt gerade bei 22 Euro. Und den kann man auch sehr, sehr viel kombinieren. Also den kann man alltäglich, aber auch elegant so kombinieren. Finde ich richtig, richtig toll. So. Ich werde gleich noch ein Unboxing drehen für TikTok. Aber ich freue mich! Ich habe dann zum Schluss von den Sachen, die ich anprobiert habe, den Blazer geholt, den Rock und die zwei Oberteile. Das Kleid habe ich nicht mitgenommen. Ich war mir echt unsicher und irgendwie, ich weiß nicht. Es sah schön aus, aber es hatte auch ganz viele Sachen, wo ich ein bisschen, wo ich eher etwas unsicher war. Und wenn ich mir unsicher bin, dann hole ich die Sachen meistens nicht. Habe ich alles geholt. Also alle von den vier Sachen waren drei Sachen im Sale. Und außer der Rock. Der Rock lag, war nicht beim Sale und ich glaube, der lag bei 30 Euro. Aber es hat sich alles gelohnt. Und ich freue mich. Obwohl ich um 8 Uhr essen werde, habe ich jetzt schon Hunger, weil ich noch nicht zu Mittag gegessen habe. Also mache ich mir jetzt einen kleinen Snack und ich zeige euch jetzt mal meinen, ich zeige euch jetzt meine Lieblingsrahmen, Leute, meine Lieblingsrahmen. Ich hoffe, ich habe noch welche. Was ist ein Fail? Ah, das ist ein Fail. Das sind die besten Rahmen. Die besten. Ich mache das gerne einfach so oder noch so ein Ei rein, damit das alles zusammen so kocht. Aber ich mache das heute ohne Ei, denn ich habe extra keine Eier gekauft, weil ich irgendwie, ich weiß nicht, habe ich irgendwie diese Woche keine Lust zu essen. Ich habe letzte Woche schon zu viel gegessen und deshalb wollte ich gerade eine kleine Pause machen. Ich werde auf jeden Fall erstmal das essen und eine Serie dazu noch gucken. Und dann so um 7 mache ich mich auf den Weg zum Essen von meiner Schwester. Und dann nehme ich euch mit.